Und, oh mein Gott, lol, wie viele Beeren macht der Nita auf einmal? Oh mein Gott, das sieht so witzig aus, lol. Oh mein Gott, er kann da so reinspringen. Okay, Bull gegen Shelly, oh mein Gott, er hat ein Portal. Trage jetzt im Brawl Stars Shop den Creator-Code Lukas ein, um mich kostenlos zu supporten. Alle 7 Tage musst du den Code neu eingeben. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, oh mein Gott, heute gibt es mal wieder ein ultra krasses Video. Wir werden uns nämlich im heutigen Video anschauen, was wäre, wenn alle Brawler Superkräfte hätten. Was meine ich damit genau, Leute? Und zwar sind es richtig krass bearbeitete Videos, die eben Brawler geisteskrank OP gemacht haben. Das ist aber natürlich nur ein Konzept, okay? Also wir schauen uns quasi an, wie würden die Brawler nicht mit Power 11 zum Beispiel sein, sondern mit Power 20, Leute. Also ultra OP quasi. Die haben dann komplett andere Fähigkeiten und sind einfach viel, viel stärker. Es wird ultra krass. Lasst jetzt schon mal ein Like da und ich würde sagen, let's go. So, Freunde, und zwar sind die ersten paar Videos tatsächlich von Torrible Brawl Stars. Also auf jeden Fall auch ihn mal abonnieren. Ich habe ja die tatsächlich auch noch nicht gesehen. Ich bin ultra gespannt. Brawl Stars but realistic superpowers. Und ja, ich würde sagen, Leute, wir starten einfach mal rein. Let's go. LOL, oha, Digga, einfach One-Shot mit Blitz, Digga, okay. Okay, Bull gegen Shelly, oh mein Gott, er hat ein Portal. LOL. Okay, das wäre auch heftig, Leute, das heißt, stellt euch, oh mein Gott, ich sehe schon diese Thanos-Hand oder so. Ey, stellt euch einfach vor, Bull könnte Portal öffnen. Digga, wie OP wäre das? LOL, ultra geil, und ultra geil, wirklich. Das hat natürlich alles nur bearbeitet, Leute. Und... Oh mein Gott, wie OP wäre das, Digga. Und nochmal Brock. LOL, jetzt so ein Schild. Übelkrank. Ja, das wäre natürlich auch geisteskrank OP, Leute. Real Talk, überlegt mal. Komplett so wie Lu quasi, ne? Aber nur länger. Und. LOL, er kann so unendlich lang jumpen. Okay, das wäre auch krank. So, Leute, und das nächste ist hier von Pendo Brawl. Auch von ihm sind hier, ist hier dieses Video. Quasi mit der Superkraft mini klein zu sein. Da bin ich mal gespannt. Let's go. Oh, lol. Oh mein Gott, Byron hat... Lol, wie klein ist bitte Colt? Lol. Digga, hat ihn einfach geschrumpft. Oh mein Gott, das sieht so witzig aus. Lol. Oh mein Gott, er kann da so reinspringen. Ey, lol, das sind so Kisten. Digga, wie mini. Ey, das ist übel witzig, Digga. Stellt euch vor, es gibt einen Modus, wo man wirklich so mini klein wäre. Ich glaube, das wäre ultra lustig, weil einfach alles auf einmal riesengroß ist und keine, ja, also diese Hindernisse sind kaum noch zu überwinden. Alter, übel geil gemacht auch, Leute. Das ist natürlich nur bearbeitet, ne? Ihr seht das schon, da hat das so ausgeschnitten und so richtig gut bearbeitet. Lol. Oha. LOL, LOL, er läuft einfach da drunter durch. Digga, das ist so aufwendig gemacht, wirklich mega nice. LOL, oh mein Gott, so ein Pilz. Die sind eigentlich so mini klein in Brawl Stars. LOL. Okay, Leute. Also, eine okaye Version von Power 11 sozusagen. Schauen wir uns das einfach mal an. Und. LOL, sie kann sich unsichtbar machen als Piper. Boom, tot. Oh mein Gott. Und auch den Frank, oder was? LOL, One-Shot. Krank. Get over here. Oh. Oh. Geil, Digga. Das wäre auch krank. Überlegt das euch mal. LOL, aus der Luft geschossen. Auch übel krank, OP. Oh mein Gott, Leute. Als nächstes, wenn es Power 12 gibt. Also nochmal stärker als Power 11 sozusagen. LOL. Digga, Triple Teleport. Imagine. Imagine, Junge. Jo, 100.000 Schaden in einem Schuss. Klar. Auf jeden Fall, Leute, auf jeden Fall. Und. Jo, einfach mad geworden, Junge, krank. LOL. Mega geil. So, Freunde, wir steigern uns weiter und kommen jetzt zu Power 13. Digga, WTF, Mann. Also quasi, das ist natürlich auch alles nur bearbeitet. Was wäre, wenn es Power 13 geben würde? Okay. LOL.
Boah, Alter, er macht so einen riesigen Dash durch die Wand. Okay, krank. Dann könnte man jeden Werfer hops nehmen. Okay, Leute, hier ist aber die Blitzszene auf jeden Fall von eben, ne? Über die ganze Map geschossen oder wie? Okay, auch sehr, sehr krass. So, Leute, und jetzt ist nochmal ultra krass, denn wir haben jetzt tatsächlich Power 20. Oh mein Gott, natürlich, Leute, wird das niemals kommen vermutlich, aber was wäre, wenn es Power 20 gäbe? Wie stark wäre das? Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Okay, Play. Und oh mein Gott, lol, wie viele Beeren macht der Nita auf einmal? Und lol, so ein Riesen-Bruce. Der hat einfach Shelly überrannt. Digga, wie geil wäre das? Lol, Triple Attack. Oh mein Gott, stellt euch vor, der Nita wäre so OP, Digga. Mit Power 20. Lol, übel geil, Mann. Ey, vor allem, Digga, das habe ich krank gefeiert. Er spawnt einfach gleichzeitig. Digga, wie viele Bruces sind das? Das sind 6 Stück. Er spawnt einfach gleichzeitig 6-mal Bruce. Wie geil, Mann. Oder so ein gigantischen Bruce, Digga. Lol. Und auch das ist krass, ne? Mit der Triple Attack. Ist echt nice animiert. Man sieht das übrigens auch, Leute, falls ihr euch fragt, wie er das gemacht hat. Man sieht das, dass er die Attacke ausgeschnitten hat und er hat einfach quasi das 3-mal aufgenommen, ne? Und dann übereinander gelegt, gleichzeitig sozusagen. Ist schon echt nice gemacht. Mega krass auf jeden Fall. Okay, Leute, weiter geht's. Es regnet hier einfach mal auch in Brawl Stars. Und der Blitz hat einfach Shelly getötet. Oh mein Gott. Aber auch Regen in Brawl Stars würde halt auch Sinn ergeben. Und lol, hier sind so TNT-Blöcke. Hat Shelly hier die Superkraft, die TNT-Blöcke zu zerstören? Lol. Krank, ja, das wäre auch heftig. Das wäre auch heftig. Würde nicht so viel bringen zwar, aber... Oh, vielleicht kann man dann da durchlaufen. Lol. Ja, die können auch nicht weiterfahren, ne? Okay, Squeak. Lol, stimmt. Mit Squeak seiner Bombe vielleicht so eine Blendgranate so mäßig. Ne? Kennt man ja ein bisschen aus anderen Spielen. Stimmt, wäre auch eine krasse Superkraft tatsächlich, die ihn noch stärker machen würde. Okay, Leute. Alter, der Zug kommt hier auf den Boxer gerollt. Und... Lol, er kann ihn anhalten. WTF, Mann. Okay, Freunde, let's go. Wir sehen jetzt nochmal eine interessante Szene. Was? Lol, was? Wie, Digga? Übel witzig, Alter. Oh. Lol, was passiert jetzt? Lol, diese Skelette formen sich zu einem... LOL? Why you bully me? WTF, Mann, was hat Bali da gemacht? Okay, let's check this bush. Ja, nichts drin. Ist auf jeden Fall nichts drin, ne? Oh mein Gott. Leute, lasst unbedingt mal ein Like da auf Ehre. Ich fand es auf jeden Fall ultra witzig, dieses Video. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns und damit. Ciao, ciao.